Heute habe ich ein wunderbares vegetarisches Weihnachtsessen für euch, nämlich diesen Pilz-Pot-Pie. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Teil heißt, aber es ist mit Pilzen und Käse gefüllter Blätterteig und ist ultra lecker. Viel Spaß! Ich fange auch direkt mal an mit dem Pilzeschnippeln. Falls der Pilzstiel unten ein bisschen trocken sein sollte, dann könnt ihr den gerne entfernen. Ich habe die eben schon mit einem feuchten Tuch so ein bisschen geputzt und einfach von der Erde befreit. Und die müssen wir heute einfach nur vierteln oder wenn ihr ganz große Pilze habt, dann auch gerne sechsteln. Das ist jetzt echt ein Haufen Pilze hier. Das waren jetzt ungefähr so 600 Gramm, glaube ich. 400, 500 Gramm reichen bei dem Rezept auf jeden Fall auch aus, aber ihr kennt es bestimmt. Manchmal möchte man einfach Zutaten verbrauchen. So, ich gebe schon mal etwas Olivenöl in die Pfanne. So ein kleiner Schwenk reicht aus. Und auch ein bisschen Butter. Und heute nehme ich mal einen Mix aus Butter und Olivenöl, einfach weil Butter wirklich schönen Geschmack mit reinbringt. Und das Olivenöl, was ich hier auch benutze, das kann man etwas höher erhitzen als die Butter. Einmal kurz warten, bis das Ganze heiß geworden ist. Und da seht ihr schon, wie schön es blubbert. Und wenn es geschmolzen ist, die Pilze einfach nach und nach reingeben. Das sieht jetzt wirklich nach extrem vielen Pilzen aus, aber ihr kennt es, gerade bei Champignons, die verlieren so viel Flüssigkeit, dass es gleich wirklich deutlich, deutlich weniger werden in der Pfanne. Während die da drin schon mal ein paar Minuten Vorsprung bekommen, können wir uns um die Zwiebeln kümmern, beziehungsweise die Zwiebel, ich habe ja hier nur eine, die wird einfach fein gewürfelt. Und mich würde an der Stelle auch wirklich mal interessieren, wie viele von euch schon mal vegetarisch Weihnachten gefeiert haben oder es vielleicht auch dieses Jahr zum ersten Mal machen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr wisst, was es bei euch zu Weihnachten gibt, dann schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Ich finde es ja immer schön, wenn man sich so ein bisschen gegenseitig inspiriert und auch den Leuten, die noch in den Kommentaren sind, vielleicht auch noch so ein bisschen Ideen gibt. Deswegen postet gerne mal rein, falls ihr schon ein Rezept habt. Die Pilze immer mal wieder so ein bisschen in Bewegung halten, damit sich Öl und Butter auch vermischen. Und ich werde euch natürlich auch noch versuchen, das ein oder andere Rezept mit auf den Weg zu geben, falls ihr noch unschlüssig seid, was es an Heiligabend geben soll. Dementsprechend könnt ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren, falls ihr noch ein bisschen Inspiration braucht. Einfach unten auf den Button drücken, am besten auch die Glocke direkt aktivieren und dann werdet ihr immer informiert, wenn es hier neue Rezepte gibt. Knoblauch und Zwiebeln sind ebenfalls klein, also können die mit in die Pfanne. Und falls ihr euch fragt, wieso die Pilze heute mal nicht in Scheiben sind, so wie ich sonst eigentlich Pilze mal anbrate, das liegt daran, dass wir in dem Essen noch so etwas Biss haben wollen und auch, dass die Champignons ein bisschen was von ihrer Feuchtigkeit behalten sollen, einfach damit diese Füllung von dem Pot Pie, den wir heute machen, auch saftig bleibt. Ihr merkt auch, wie schnell die Pilze kleiner werden und da ganz viel Feuchtigkeit entweicht. So ein bisschen Feuchtigkeit kann ruhig weg, denn wir möchten auch bei dem Pilz ja so ein bisschen Röstaromen und dass er so ein kleines bisschen goldbraun wird. Denn wenn man die jetzt so komplett knusprig brät, dann kann es sein, dass das Ganze ein bisschen trocken am Ende wird. So zumindest meine Erfahrung. Ich werde darauf jetzt auch nochmal einen Deckel geben und das Ganze auf mittlere Temperatur runterdrehen. Einfach damit die im eigenen Dampf nochmal ein bisschen garen. Ich drehe das runter auf mittlere Hitze und kümmere mich in der nächsten Zeit um die nächste Zutat, nämlich diesen wundervollen Camembert-Käse. Den gibt es ganz normal in der Käseabteilung in der Regel. Falls ihr in der Nähe von Frankreich oder Belgien wohnt, dann kauft den sehr gerne im Ausland, denn in der Regel ist Camembert im Ausland auch nochmal deutlich besser als der hierzulande. Meiner, der ist schon so ein bisschen gealtert, was nicht daran liegt, dass ich alten Camembert gekauft habe, sondern der war einfach noch eine Woche im Kühlschrank und dadurch ist der Rand so ein bisschen zu dick geworden, beziehungsweise hat vom Geruch schon so einen ganz, ganz leichten Ammoniak-Touch. Und deswegen werde ich bei mir auf jeden Fall so ein bisschen Rand noch abschneiden. Achtet natürlich darauf, dass ihr nicht zu viel Käse wegschneidet, sondern wirklich nur diesen weißen Rand bisschen abmacht. Ihr müsst den Rand nicht komplett entfernen, aber es geht einfach darum, dass das Verhältnis Rand zu Käse ein bisschen wieder ausgeglichen wird. Und außerdem ist es auch so, dass der Rand nicht wirklich schmilzt, wenn wir den gleich in die Pfanne geben. Und deswegen entfernt ruhig das meiste davon. Die Käsekrusten können weg. Mir wurde schon gesagt, dass Paul die gerne hätte. Der kriegt die gleich, kann die knabbern. Und ich gucke mal nach den Pilzen und was die machen. Wundervoll. Die Champignons duften auf jeden Fall schon ganz fantastisch. Den Deckel habe ich schon mal wieder weggenommen. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsprodukt in der Küche, Wein. Ich brauche einen Öffner. Bei diesem Essen kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, das Ganze mit Wein zu machen. Denn der Wein, der bringt einfach einen wirklich tollen Geschmack mit rein, der ganz, ganz wichtig für das Essen ist. Und normalerweise sage ich oft, den Wein, den kann man auch weglassen. An der Stelle sage ich wirklich, der muss rein, denn der hat so einen krassen Unterschied gemacht. Ich habe das Rezept nämlich einmal ohne gemacht und einmal mit, weil ich für mich persönlich auch wissen wollte, ob es besser, ob es deutlich, deutlich besser schmeckt. Und der gibt wirklich da eine wunderbare Komplexität rein. Davon braucht ihr gar nicht so viel, vielleicht so 5 Zentiliter, also 50 Milliliter.
Das reicht eigentlich auch schon aus. Nehmt da natürlich nicht den billigsten, aber auch nicht den teuersten. Man sagt eigentlich immer so, dass man ungefähr den Wein nehmen sollte, den man auch an einem normalen Tag dazu trinken würde. Für alle, die es interessiert, ich habe hier einen Gewürztraminer. Heute werde ich leider nicht trinken, denn wir haben es gerade kurz vor 12 erst und wir drehen das Video ein bisschen zu früh und wir drehen auch noch zwei weitere Videos. Dementsprechend hebe ich mir den mal auf fürs Abendessen. Lasst es kurz einköcheln und dreht es, wenn ihr möchtet, gerne auch nochmal kurz hoch, damit das Ganze so ein bisschen reduziert. Der Alkohol verkocht dabei ja und übrig bleibt einfach dieser Geschmack aus dem Wein, der jetzt in dieser schönen Flüssigkeit da drin ist. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Zutat, die sehr spannend ist in diesem Zusammenhang, und zwar Senf. Ich gebe einen Teelöffel Senf mit zu der Flüssigkeit. Der hört sich erstmal so ein bisschen komisch an, gerade nachdem Wein da reinkam, aber ich muss sagen, der Senf, der hat da auch nochmal so eine spannende Würzigkeit mit reingegeben ins Essen. Und wenn ihr skeptisch seid, probiert es einfach mal aus. Diese Weißwein-Pilz-Senf-Mischung ist richtig spannend. Und um das jetzt schon mal so ein bisschen einzudicken, habe ich hier 40 Gramm Mehl, die ich so nach und nach unterrühre. Gebt da wirklich erstmal so ein bisschen mit hinzu, damit es sich auch gut vermischt. Und ihr merkt wirklich, wie das Mehl da die komplette Feuchtigkeit direkt aufzieht. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich auch schnell sein und wieder ein bisschen Feuchtigkeit mit reingeben. Einmal mit Milch, 125 Milliliter, und wir haben auch noch Gemüsebrühe. Das sind ungefähr so 250 Milliliter. Und es sieht von der Konsistenz jetzt erstmal total komisch aus, aber es muss noch ein bisschen einköcheln. Und natürlich kommt auch unser Käse noch dazu. Den schneide ich einfach nochmal in etwas kleinere Stücke, damit der auch besser schmelzen kann, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und jetzt kommen wir zu noch einer Zutat, und zwar diesen wundervollen Maronen. Maronen, Esskastanien, kennt ihr vielleicht schon. Die gibt es ja auch frisch zu kaufen, immer so im Oktober, November, manchmal auch Dezember noch. Und genau in der Zeit gibt es aber auch jede Menge eingeschweißte Esskastanien, die schon mal vorgegart sind. Und gerade zum Kochen eignen die sich echt gut, weil die euch enorm viel Zeit sparen. Die findet ihr im Supermarkt einfach bei der Obstabteilung. Die müsst ihr dann einfach nur noch so ein bisschen voneinander trennen. Das geht auch ziemlich einfach, weil diese Esskastanien eben immer noch ihre Form behalten haben in der Regel. Und die kommen dann mit zu unserer wundervollen Käsesoße, die da mittlerweile am Köcheln ist. Wenn ihr merkt, dass das so eine richtig schöne, dickflüssige Käsesoße ist, dann nehmt es ruhig gerne schon mal weg. Die Maronen, die sind ja vorgegart, und das kommt auch gleich nochmal kurz in den Ofen. Das heißt, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wichtig ist hier vor allem an der Stelle, dass das nicht zu trocken wird. Ich finde, hier so eine leicht klebrige Konsistenz ist auf jeden Fall perfekt als Füllung. Die Mischung dann natürlich auch nochmal salzen und pfeffern, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, vorher das Ganze mal zu probieren, denn die Gemüsebrühe bringt ein bisschen Salz mit rein, auch der Camembert kann manchmal so ein bisschen Salz mit reinbringen, und dementsprechend lieber erst probieren und dann würzen. Als nächstes nehmt ihr euch ein paar von solchen kleinen Schalen, falls ihr die habt. Ich habe nur eine, den Rest mache ich gleich in einer großen noch. Aber das Praktische an so einer kleinen Backofenform ist, dass ihr es dann direkt am Tisch auch servieren könnt, und das hat nochmal so einen ganz besonderen Effekt, weil man dieses Essen auf jeden Fall besser servieren kann, wenn es in kleinen... Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Diese Pilz-Käse-Mischung, die ich auch so schon löffeln könnte, die packen wir jetzt in die Auflaufform unten rein. Die Menge, die ich gemacht habe, die reicht ungefähr für zwei solcher kleinen Schalen. Und je nachdem, ob ihr es als Vor- oder Hauptspeise servieren möchtet, könnt ihr das Ganze natürlich von der Größe und auch von der Menge anpassen. Als nächstes kommen wir zum Blätterteig, denn das Ganze muss natürlich auch jetzt abgedeckt werden. Und da schneide ich mir einfach so ein schönes langes Stückchen Blätterteig runter. Das sollte ungefähr ausreichen. Vielleicht muss ich es auch gleich nochmal kürzen. Und bedecke das damit. Und jetzt könnt ihr es entweder so ein bisschen über den Rand machen oder ihr drückt es in den Rand rein. So oder so sollte es auf jeden Fall abgedeckt sein. Diesen überstehenden Teil vom Blätterteig, den könnt ihr entweder ganz clean abschneiden mit einem Messer, oder ihr macht es wie ich und benutzt den einfach und klappt den nochmal so ein. Weil ich wüsste nicht, was ich dann mit dem Rest mache, und wegschmeißen ist keine Option. Deswegen wird er so zusammengeklappt. So, jetzt an der Stelle auf jeden Fall ganz wichtig, das Ganze nochmal kurz einzustechen mit einer Gabel. Denn dieser Dampf, der da drin dann auch entsteht, der sollte entweichen. Sonst ist die Gefahr immer dabei, dass es platzt. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ein Ei trennen und das Ganze noch mit dem Eigelb bestreichen oder alternativ auch mit ein bisschen Milch. Und dann bekommt es diese schöne goldbraune Farbe, die man gerade beim Blätterteig eigentlich ganz gerne hat. Ist aber optional, ihr könntet das theoretisch auch einfach so in den Ofen schieben. Und das kommt dann für 20 bis 30 Minuten in den Backofen. Vergesst alles, was ich gesagt habe, denn nach 15 Minuten sieht dieses Teil wirklich wunderschön aus. Schaut mal, dieses goldbraune, und genau diese goldbraune Farbe bekommt man eben dann durch das Eigelb. Also ich persönlich finde, der Schritt, der lohnt sich auf jeden Fall.
Dazu könnt ihr jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen was Frisches servieren, einfach auch noch mal, um die Farbe da mit reinzubringen. So ein klein wenig Petersilie, das war ein bisschen zu viel an der Stelle. Ein bisschen Petersilie macht das Essen gleich noch mal optisch deutlich schöner, wie ich finde. Und was auch richtig, richtig gut kommt in Verbindung mit dieser Füllung, das sind Preiselbeeren. Ich habe hier einfach so diese Preiselbeeren in der Dose, also diese gelierten, und die kommen wirklich absurd gut mit der Füllung. Davon gebe ich schon mal so ein bisschen was auf den Teller. Kann man sich dann auch persönlich immer, je nachdem wie viel man möchte, damit dazugeben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, entweder an Heiligabend oder auch an jedem anderen Tag. Viel Spaß damit, gebt mir gern Feedback und bis zum nächsten Mal. Ciao!